Und wir begrüßen bei uns im Studio Weltherausgeber Stefan Aus. Ganz herzlich willkommen. Hallo, schönen guten Abend. Ja, es gibt Kritik am Plan der Koalition, ja nur noch 2 Atomkraftwerke als Notreserve zu halten. Und irgendwie schafft es Robert Habeck da durch ja sowohl AKW-Befürworter als auch Gegner aus der eigenen Basis gegen sich aufzubringen. Wie fällt Ihr Urteil in diesem Punkt aus? Naja, er ist im Grunde in dieser Koalition der Einzige, der bei seiner Linie im Prinzip bleibt. Die mag so falsch sein, wie sie will. Der Atomausstieg ist ja eigentlich in der rot-grünen Koalition unter Gerhard Schröder damals zuerst gemacht worden. Das war aber zu einem Zeitpunkt, als man keine Kohlekraftwerke abschalten wollte. Und mit Gas hatte man auch noch kein Problem. Also insofern war das dann noch sozusagen denkbar. Aber Schröder hat schon seiner Regierungserklärung damals nicht gesagt, warum er sie stilllegen will auf Dauer. Das war ja ein sehr langer Prozess. Weil sie vielleicht zu gefährlich sind, zu teuer, nicht effektiv genug oder sowas, sondern weil er gesagt hat, die Mehrheit der Bevölkerung ist nicht dafür. So, das stimmte damals nicht. Es war die Mehrheit der Grünen, das heißt alle dafür, das abzuschalten. Und das hat sich auch so weiter bewegt. Es war niemals, ging niemals wirklich um die Sache, sondern es ging eigentlich immer um Wählerstimmen und im Wesentlichen um Wählerstimmen der Grünen. Als Angela Merkel damals nach Fukushima, diesen rapiden Ausstieg irgendwie durchgesetzt hat, übrigens mit der FDP zusammen, das darf man nicht ganz vergessen. Da ging es in Wirklichkeit nicht um Fukushima, sondern es ging um Baden-Württemberg, um die Wahlen, weil sie Angst haben, dass die Grünen gewinnen. Sie haben trotzdem gewonnen. Und wenn wir uns die jetzige Situation ansehen mit den 3 Atomkraftwerken, die stillgelegt werden sollen, das gibt ja ein Gesetz dafür, dann wollen sie ja 2 in Notreserve halten. Eines soll auf jeden Fall abgeschaltet werden. Und zwar ausgerechnet das, in Niedersachsen, wo gerade gewählt wird. Es geht also offenkundig nicht um die Wirtschaftslage, nicht um die Strompreise, nicht darum, dass die Wirtschaft weiter funktioniert, sondern es geht darum, den Grünen entgegenzukommen, den grünen Wählern. Anscheinend, wer Böses dabei denkt mit Blick auf die Niedersachsenwahl. Also das ist ja nichts Böses, man kann das ja ganz toll finden. Aber ich glaube, es ist in der gegenwärtigen Situation, die wirklich dramatisch ist, ist das der falsche Weg, nun, um ein paar Stimmen zu gewinnen, sich gegen so etwas zu stellen, nämlich die Verlängerung. Aber trotzdem fragt man sich ja, dieser Stresstest, dieser zweite, der jetzt extra deswegen durchgeführt wurde. Und die Grünen haben jetzt nochmal gesagt, das hat eben fundierte Fakten geliefert, aufgrund derer, auf dieser Basis hat man dann jetzt diese Entscheidung getroffen. Hätte man sich den im Prinzip sparen können? Ach, ich glaube, dass der Stresstest so ausgegangen ist, wie man sich den gewünscht hat oder wie man ihn am liebsten interpretieren will. Die entscheidende Frage ist doch gewesen, kann man die 3, die jetzt abgeschaltet werden sollen, kann man sie einfach weiterlaufen lassen? So, das ist eigentlich der entscheidende Stresstest. Nicht? Geht es? Kann man die weiterlaufen lassen? Und ich glaube, wenn man zu dem Ergebnis kommt, dass man sie weiterlaufen lassen kann, dann ist es verwegen, sie wirklich in der gegenwärtigen Situation abzuschalten. Und ich finde es sehr bemerkenswert, dass offenbar in dieser Angelegenheit die Grünen die Ampel auf grün schalten und wirklich fast diktieren, was gemacht werden soll. Die anderen machen alle mit. Genau das. Was heißt das denn jetzt für die Stimmung in der Koalition, in der Ampel? Sie sagen auf grün schalten und wir sehen da die FDP, die wird mit den Zähnen knirschen. Was bedeutet das für die nächsten Monate dann? Ich vermute, dass sie irgendwie leise mit den Zähnen knirschen wird. Wenn sie das tut, was eigentlich notwendig wäre, nämlich etwas dafür zu tun, dass dieses Land weiter ein Industrieland ist und dass wir nicht mit Abwanderung von Unternehmen zu rechnen haben, das kann man ja jetzt schon sehen, und zwar in großem Stil, oder Unternehmen, die die Produktion runterfahren, Stahl, Aluminium, was es da alles gibt. Und das kann, ich will jetzt kein Panikmacher, muss ich wirklich mal sagen, aber wenn ich mir die Situation angucke, ist das außerordentlich gefährlich, was die dort gerade machen. Es ist sehr gefährlich. Es gibt auch eine große Diskussion über das Thema Entschädigung für die AKW-Betreiber im Prinzip. Das heißt, es geht da nicht um Gewinn, sondern es geht im Prinzip nur um Kostenerstattung. Ist das so ein bisschen eine Begleitdiskussion, die wir eigentlich gar nicht brauchen? Naja, die Betreiber der Kernkraftwerke waren ja noch nicht einmal so begeistert, also bevor diese krisenhafte Situation auftrat. Die Diskussion, die wird ja schon seit längerer Zeit geführt, waren nicht so wahnsinnig dafür, die weiter betreiben zu können oder zu müssen, weil sie erheblich entschädigt worden sind dafür.
denen hat man das Geld ja, ohne dass sie Strom produzieren, hinterhergeschmissen. Und das wollten sie nicht möglicherweise rückgängig machen. Also insofern ist es eine ziemlich verfahrene Situation. Aber die Situation insgesamt von der wirtschaftlichen und energiepolitischen Lage her, ist das so gefährlich, dass die eigentlich sich mal ein bisschen nach den Realitäten orientieren sollten und nicht allen ihren Träumen hinterherlaufen. Es wird wirklich gefährlich. Und am Ende auch teuer für die Bürgerinnen und Bürger. Ja, aber was heißt teuer für die Bürgerinnen und Bürger? Für die ja. Und die kriegen dann vom Staat etwas, was sie ihnen vorher in Form von Steuern gegeben haben. Eine Tasche, andere Tasche. Stefan Haus. Ganz herzlichen Dank für den Besuch bei uns im Studio und die Analyse.